Wir sehen hier das Sony Ericsson Xperia X2. Es ist im zweiten Quartal 2010 erschienen und der Nachfolger des Sony Ericsson Xperia X1. Es handelt sich hierbei um ein Smartphone, um einen Slider. Sony Ericsson macht hier Werbung, dass es Business und Freizeit verbindet. Das ist die Verpackung erstmal von außen. Wir sehen hier das Gerät. Hier ist Sony Ericsson Xperia X2. Hier sehen wir, was das Gerät alles beinhaltet. Wir haben ein 3,2 Zoll Touchscreen, wir haben eine Querztastatur, wir haben eine 8,1 Megapixel Kamera und wir haben 3G HSDPA. Hier ist das Gerät einmal aufgeklappt. So sieht das aus, zumindest von außen. Wir schauen jetzt, wie der erste Eindruck ist. Einmal hier reingedrückt, dann haben wir die Verpackung in der Hand und hier ist das Gerät. So sieht das aus. Sieht gut verarbeitet aus, liegt gut in der Hand, ist aber jetzt ohne Akku auch schon relativ schwer. Wie gesagt, es ist ein Slider, es ist etwas dicker, aber sonst von außen gut verarbeitet. Wir haben hier Kunststoff, wie man sehen kann, wir haben hier Metall. Ja, es ist sehr dick, sehr schwer, ein bisschen klobig, aber hier, wie man sehen kann, wenn man es aufklappt, leicht gebogen, also damit es gut in der Hand liegt. Das ist der erste Eindruck. Ich finde, es sieht nicht ganz so modern aus. Da gibt es schönere Geräte. Das ist aber dann Geschmackssache. Ja, so viel von außen. Was das Gerät dann letztendlich kann, das sehen wir dann in den anderen Videos. Ja, wie sind die Maße bei diesem Gerät? Wir haben hier 110 mm x 54 mm und eine Dicke von 16 mm an der dicksten Stelle. Außerdem sehen wir hier draußen einmal den An- und Ausschalter. Dann haben wir hier eine Buchse mit 3,5 mm, sowohl für die Kopfhörer als auch für ein TV-Kabel, was hier mitgeliefert wird. Auf der linken Seite finden wir hier einen Micro-USB-Eingang. Dann haben wir hier so einen kleinen Schalter, um den Akkudeckel abzunehmen. Das ist relativ praktisch, geht ganz schnell ohne Probleme. Kein langes Rumgefummel. Auf der rechten Seite haben wir hier eine laut-leise Wippe. Und wir haben den Schnellzugriff für die Kamera. Ja, außerdem wird hier ein Stift mitgeliefert. Das sehen wir hier. Ist hier oben versteckt. Und auf der Rückseite finden wir die Kamera. Es handelt sich hierbei um eine 8,1 Megapixel Kamera und wir haben hier einen integrierten LED-Blitz. Hier vorne haben wir eine weitere Kamera für Videotelefonie und wir haben hier Sensoren. Ja, wenn man das Gerät aufklappt, haben wir hier unsere Mini-Tastatur. Das ist eine ganz normale Querztastatur. Wir können hier Sonderzeichen eintippen, haben hier Pfeiltasten, Leerzeichen und so weiter. Das schauen wir uns auch nochmal an, wie man damit eine Nachricht verschicken wird. Ja, außerdem ist ein interner Speicher von 110 MB vorhanden. Man kann das Gerät natürlich erweitern auf 16 GB. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was noch im Lieferumfang enthalten ist. Zunächst sehen wir hier mehr erleben, so funktioniert es, direkter Zugriff auf ein ganzes Support-Universum. Naja, das kann man sich auch nochmal genau anschauen später. Was finden wir hier? Wir finden hier zunächst die Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke, wie man hier sehen kann. Dann haben wir hier einen weiteren Anschluss, also man verbindet diese beiden Teile, auch 3,5 mm Klinke. Das heißt, man kann entweder die Kopfhörer so verwenden, um Musik zu hören, man kann seine eigenen Kopfhörer verwenden oder man macht das hier zusammen. Dann haben wir hier ein verlängertes Kabel und wir haben hier die Möglichkeit, Anrufe entgegenzunehmen und zu telefonieren. Ist sehr praktisch, da man auch seine eigenen Kopfhörer einfach anschließen kann. Wie ich gesagt habe, wir haben hier das TV-Kabel, nehme ich auch einmal aus der Verpackung. So sieht's aus. Und auch hier haben wir wieder 3,5 mm Klinke. Passt dann hier oben rein. Praktisch, wenn man Filme schauen möchte, die man auf dem Handy gespeichert hat, einfach direkt am Fernseher anschließen und gucken. Dann haben wir hier das USB-Kabel. Kommt hier rein, auf dieser Seite. Einfach einmal anschließen. Für den Datentransfer sehr wichtig. Und natürlich zum Aufladen, hier mit diesem Adapter zusammen. Einmal anschließen. Und dann kann man das Gerät an der Steckdose aufladen.
Außerdem haben wir hier einen 1500 mAh-Akku. Der sieht so aus, den werde ich auch gleich einsetzen. Und wir finden hier Garantiekarten und Bedienungsanleitung. Ja, so viel zum Lieferumfang. Ich werde jetzt einmal den Akku einsetzen und die SIM-Karte. Dazu, wie gesagt, noch einmal hier diesen Hebel umlegen. Und dann haben wir hier den Akkudeckel. Ich habe gesagt, der ist aus Metall. Hört man hier schön. Dann haben wir hier die SIM-Karte. Hier kommt dann auch die Micro-SD-Karte rein. Und hier drüber die SIM-Karte einfach drunter schieben. Unter dieses Metallstück. Den Akku draufsetzen. Und wieder den Akkudeckel. Einmal draufklappen. Und den Hebel wieder umlegen. Mit dem Akku jetzt zusammen wiegt das Gerät wirklich sehr, sehr viel. Es sind 155 Gramm, wenn man das alles zusammen hat. Und es ist wirklich sehr schwer. Auch in der Hosentasche nimmt das relativ viel Platz ein, da das Gerät so dick ist. Wir erhalten das Gerät mittlerweile für ca. 300 Euro auf dem Markt. Es gibt es einmal in Silber, wie wir es hier haben, und in einem eleganten Schwarz. Wie gesagt, von außen, ich finde es jetzt nicht besonders. Das ist wirklich Geschmackssache, ob einem das Gerät so gefällt. Was das Gerät letztendlich bietet, seht ihr in den anderen Videos.